Sommer in Paznaun schmeckt paradiesisch. Bereits zum 10. Mal interpretieren 5 Spitzenköche 5 bodenständige Hüttengerichte aus regionalen Zutaten auf 5 verschiedenen Hütten im Tiroler Paznaun. Jetzt beim 10-jährigen Jubiläum natürlich mit Herrn Winkler, mit Herrn Wohlfahrt und natürlich nicht zu vergessen die Dame aus Belgien, finde ich ganz toll, dass eine Frau mit dabei ist, der Engländer und mit 2 Sternen. Der Schweizer hat ein wunderbares Gericht gemacht, ja, mit seinen Saibling. Es ist ein würdiger Tag heute. Über das Jubiläum freut sich auch Alfons Part vom Tourismusverband Paznaun-Eschkel. Es ist eigentlich ein Erfolg, wenn man eine Veranstaltung 10 Jahre durchzieht und immer noch die besseren Köche kommen oder die interessanteren. Und das hat eigentlich schon einen Reiz, einen bestimmten Reiz. Und man sieht es auch an den Gästen, die sind sehr zufrieden und es ist eigentlich Wohlbefinden in den Bergen. Auch beim 10. kulinarischen Jakobsweg übernehmen wieder international ausgezeichnete Spitzenköche die Patenschaft für je eine Hütte. Ich habe gemacht einen Frischkäse-Ravioli mit einer Pistosoße. Das Gericht, das ist der Kaiserschmarrn und den gibt es den ganzen Sommer lang hier auf dieser Hütte. Für die hochdekorierten Herdmaestros eine gleichermaßen ungewohnte wie außergewöhnliche Herausforderung. Man hat andere Voraussetzungen wie in einer Profiküche. Man muss mit einfachen Handgriffen das Ganze umsetzen können. Aber ich glaube, so eine Pasta im Wasser, im Olivenölwasser zu kochen, das kann man überall. Und sowas umzusetzen, denke ich mal, das war genau das Richtige für hier. Zur Eröffnung präsentierten die Starköche ihre Kreationen auf Basis regionaler Produkte. Ich habe mich entschieden für einen Fisch, was hier aus dem heimischen Gewässer kommt, der Saibling. Dann die ganzen Kräuter, Sauerampfer, kommt auch hier aus der Region. Mit Bravour übernahm einmal mehr Spitzenkoch und Lokalmatador Martin Sieberer die Koordination der Sterneköche und deren Gerichte. Also wir haben jetzt an die 50 Sterneköche hier gehabt die letzten 10 Jahre. Nicht? Und da gibt es noch Hunderte, die was wir gerne hier hätten. Nicht? Und dass ihre Ideen mit einbringen. Es ist angerichtet. Der kulinarische Jakobsweg 2018 ist eröffnet. Wer zwischen Juli und September in Paznaun seine Wanderschuhe schnürt, braucht sich um die Verpflegung wahrlich keine Sorgen mehr zu machen.